Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, bei mir ist immer noch Samstag. Ich nehme gerade eine Folge im Voraus auf, denn wenn ihr diese seht, also auf den Sonntag, bin ich wieder mal arbeiten und ja, bei mir ist 21.29 Uhr, relativ spät. Ich habe keine Ahnung, was auf dem Server so abgeht. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Denn, ja, wir waren ja in der letzten Folge in unserem Lieblingsbunker und man kann schon auf dem Rücken erkennen, ich habe meine Waffe gefunden, die Waffe meiner Wahl. Und ja, die will ich natürlich jetzt nach Hause bringen. Mein neuer Greenscreen, der funktioniert relativ gut. Ich bin nur nicht so gut, was die Ausleuchtung betrifft. Das sieht man jetzt schon wieder. Flimmer ich so ein bisschen auf der Birne, aber ich habe schon ein bisschen geändert, damit ich nicht immer so käsig aussehe. Ne? Guck mal, was das für einen Unterschied macht, wenn die Facecam weniger Licht mitkriegt. Also das ist echt interessant. Ich glaube, ich brauche noch andere Lampen. Ich weiß noch nicht, was es da so im Angebot gibt. Vielleicht kennt sich ja da einer aus. Ich habe schon geile Tipps in den Kommentaren gelesen mit direkter Ausleuchtung von oben und sowas. Mal gucken, wie ich das so hinbekomme. Denn wenn diese Leinwand, die hinter mir ist, ich kann die sogar wackeln, da passiert gar nichts mehr. Ah, ist das schön. Ja, sich nur ein bisschen verändert oder anders angeleuchtet wird, ist immer was anders. Und ich muss es im OBS immer neu einstellen in den Filtern von Chroma Key. Und das ist echt viel Arbeit, muss ich sagen. Die macht aber Spaß, weil das ja Feintuning ist. Da bin ich mal unscharf, da bin ich mal wieder scharf. Ich würde euch das jetzt zeigen, aber da kriege ich das nicht wieder so schön hin, wie ich das aktuell hinbekommen habe. Deswegen gucke ich gerade immer die ganze Zeit auf dem Bild nach, ja, links gucke ich. Aber eigentlich gucke ich nach rechts, seitenverkehrt. Also eigentlich ist es da, aber da sehe ich mich nämlich, wie das im Video aussehen würde. Gut, das kann ich ja mal reinschieben. Einfach mal so aus Spaß. Da seht ihr ganz viele... ganz viele Tims. So sieht das Ganze aus. Bei OBS hier sind auch meine ganzen Bilder und Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich benutze. Ne? Im Browser? Ich mache mal den Browser an. Nein, Quatsch. So, und meine Zähnen. Okay, habe ich noch Zähnen? Okay, ja, das war jetzt nur ein Experiment. Genau, und hier kann man mit einem Rechtsklick zum Beispiel auf Filter gehen. Und hier einstellen. Und wenn man hier was bewegt, dann seht ihr jetzt das Bild hier. Das bin ich jetzt im Chroma Key. Das ist das grüne Bild im Hintergrund, was ausgeleuchtet wird. Hier ist auf den Greenscreen ein Schatten, der außerdem so aussieht. Jetzt mache ich es einfach mal. Und ich bin relativ dunkel. Das musste ich gerade machen. Gehe ich aber hier in die Ähnlichkeit zurück, verwandelt sich das Ganze dann in unsichtbar. Das seht ihr dann da besser, ne? Da seht ihr das dann. Guckt euch das an. Green. Weg bin ich. Komplett. Oder... Du machst das halt so. Da ist ein bisschen zu viel heftige Störung drin. Und so kann ich jetzt eigentlich momentan damit leben und muss hier noch mit der Beleuchtung rechnen. Hier seht ihr mein ungemachtes Bett. Gut, das dazu. War einfach mal so nebenbei gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht interessiert das den einen oder nicht. Ich will das mal genauer als Tutorial machen, aber nach so einem Wochenende, wo mein Sohnemann da war, da sieht das hier aus wie nach einem, Scumfest, sagen wir mal so. Gut, wir haben natürlich auch Top-Kommentare des Tages. Das erste wäre von Pfeil ins Knie. Es wäre mega klasse, wenn man alles in der Wohnung und Häuser zerstören könnte und mit den daraus gewonnenen Materialien wieder was Neues bauen kann. Dann kann endlich der ganze Schrott aus Häusern verarbeitet werden. Ich fände das auch eine mega geile Idee, wenn du da Schränke und sowas zerschrotten könntest und würdest dafür dann der Holz kriegen oder sowas, keine Ahnung, für Feuerholz oder sowas oder Metallschrott und so. Also das fände ich echt geil, das wäre schön. Und man könnte seine eigenen Schränke dann da reinbauen, da die Auswahl dann noch vergrößern in Schränken. Also für mich wäre das auch eine schöne Option. Wer weiß, was die Entwickler da in der Form noch geplant haben. Früher war das ja so, dass wir die Schränke ja mir noch mitnutzen konnten. Das hat ja immer zu zahlreichen Fehlern gesorgt. Da konnten wir dann einfach in den Schrank, der da war schon, einfach Sachen reinpacken. Ne, aber man konnte ja nicht abschließen, man konnte die Sachen dann teilweise nicht mehr raus holen oder die waren einfach weg. Das hat nicht so ganz funktioniert, das haben die Entwickler dann rausgepatcht, rausgeupdatet. Nee, das passt ja überhaupt nicht. Das zweite Top-Kommentar ist von Moritz Grau. Tim, hey Tim, trink bitte keinen Alkohol mehr, da es schrecklich ist zuzuschauen. Gut, er meinte nicht mich persönlich, Gott sei Dank, nein, er meinte mich gestern, also in der letzten Folge, in der vorgestrigen Folge, da habe ich ja so einen komischen kleinen Flachmann mit Steffi getrunken und das war die halbe Folge wirklich ganz grausam. Also ich werde mit Steffi auf jeden Fall trocken bleiben, so viel sei gesagt. Aber ich trinke jetzt aus meinem Mandalorienhelm ein leckeres Schlückchen Getränk. Keine Werbung. So.
Da ich den Bunker nicht gelootet habe nochmal, wollte ich jedenfalls nicht. Jetzt die Folge beginnt wieder eine halbe Stunde. Indem ich den Bunker loote, bin ich hier rausgeflitzt aus dem Bunker, war easy peasy und habe hier mein Bike. Wir befinden uns aktuell an dieser Position, da war der Bunker, wo wir waren, und ich möchte eigentlich schnellstmöglich in die Safe Zone reinflitzen, um mein Kram loszuwerden. Denn wir haben sie gefunden zum zweiten Mal, die VSS VZ, die Scharfschützenvariante der VSS, und die möchte ich mir gerne aufbauen auf jeden Fall. Und natürlich auch einiges an anderem Krimmelkrammel, den wir uns hier einkassiert haben. So, Schlüppi. Ach komm, den tun wir nur in eine extra Kiste rein. In der Überraschungskiste. So, ja, ansonsten haben wir eigentlich gut abgesahnt. Jetzt nicht so toll, wie ich mir es erhofft hätte. Aber wir haben etwas abgesahnt, ne? Also nicht wundern, ich werde mir manchmal anders beleuchtet wegen dem Spiel. Deswegen ist das mit Facecams echt schwierig. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das immer so schön professionell hinbekommen. So, wir müssen einfach Richtung Süden. Da wird natürlich ein blöder Berg gleich vor uns auftauchen. Oder wir sind auf dem Berg, ich weiß es nicht. Autsch, das hat weh. Und hoffen jetzt inständig, dass wir zu Hause ankommen. Und schreiben da mal Huhu, wenn wir in der Safe Zone sind. Na, ich wollte nicht im Bunker bleiben. Man weiß ja nie, wer da so drin ist, wenn man da sich einloggt. Das ist immer so eine Sache, ne? Auch wenn ich viele Amori-Räume ausgelassen habe, das wurde mir auch wieder in den Kommentar geschrieben, weil ich mir nicht genug Zeit gelassen habe. Aber das lag auch ein bisschen an der Aufnahme, ne? Da hat man manchmal einfach ein bisschen weniger Zeit. So, gut. Ja, das sieht aber gut aus vom Berg aus. Sturzschaden gibt es ja, glaube ich, gar nicht für die Maschinen. Oh, hier eine Spur. Hier gibt Gas. Voll Gas, komm. Mir ist ein bisschen kalt. Ein bisschen kalt ist nicht schlimm. Was für ein gewagter Sprung. Oh, nicht hängen bleiben. Boah, was eine Aussicht. Und da will ich noch ein paar Sachen ausprobieren aus den Kommentaren, die mich noch neugierig machen. Also wir sind Gott sei Dank auf dem Berg drauf. Das heißt, wir müssen nicht überqueren, weil wir ja drauf sind. Och, da kann man doch rüberfahren. Das ist doch jetzt... Das war doch jetzt nicht... Oh Gott, ich fahre die jetzt klump in den letzten paar Zentimetern, ey. Wunderbar. Gut, dass ich noch ein Repair-Set dabei habe, glaube ich. Das Ganze hat ja überlebt. Wir sind ja in der letzten Folge auf eine Mine gefahren, was nicht so gut war. Aber da bleibt uns, glaube ich, nicht gerade viel übrig, als das zu tun. Wow. Ja, so repariert man außerdem. So, das ist natürlich dann aufgelutscht. Das kommt wieder ins Moped rein und dann wird wieder weitergefahren. So, puh. Das wäre mir sonst kaputt gegangen, auf jeden Fall. Bis dann nur irgendwie in die Safe Zone kommen, dann ist schon alles gut. Und nicht vor überall vorfahren. Und dann brauchen wir verdammt nochmal ein gutes Scope. Boah, es wird gefährlich. Oh, was eine Aussicht. Krass, ne? Ah, bang. Alles klar. Wow. Oh. Mach keinen Scheiß, Moped. Ist einfach weggeflutscht. Es flutscht einfach weg. Hör auf zu flutschen. Oh nein, wenn ich jetzt schubse. Aber sieht doch gut aus. Ist halt kein Schlitten, so ein Ding, ne? Da unten ist eine Hütte. Das ist schon echt eine Stuntfahrt. Ja, was denn? Oh Gott. Jetzt kommt ein Jump. Sehr sweet. Ach, was soll man nicht hier einfach mal reinschauen, wenn man schon mal an so einer Hütte ist? Sieht ja so idyllisch aus. Kann man da doch mal reinäugeln, oder? Also jetzt schon mal ein Rucksack. Den kann man ja in der Hand nehmen. Und rein technisch auch befüllen. Will ich aber nicht. Aber ich glaube nicht, dass das geht beim Motorradfahren, denn dann liegt sie sofort wieder auf dem Boden. Wie nur wir haben. Nein, die liegt sofort wieder auf dem Boden. Very, very schade. Wir fahren immer noch südlich, ne? Ja.
Oh Mann. Also zu steil bergab kann sie. Ist doch eine Crossmaschine. Ey! Bleib mal, Bro! Crossmotorrad! Tu's nicht! Oh, dann weicht er noch den Baum aus. Ey, ist weggeflutscht. Da ist es. Bleib! Bleib bei Papa! Oh, Sachen machst du mit mir heute? Mann, und das um die Uhrzeit? Ah, hier sind wir in der Safe Zone. Es kann schon mal nichts mehr passieren. Auch kein Damage mehr am Fahrzeug, also dementsprechend keine Angst. Aber Zombies machen wieder Damage in der Safe. Da muss man aufpassen. Ist das Timmy Town oder welche? Ja, das müsste Timmy Town sein, ne? Oh, wir wohnen ja noch am Arsch der Welt dahinter. Da können wir einfach mal alles geben. Fällt heute aber oft vom Motorrad, die Tante, ne? Ich freue mich schon auf das nächste Update. Mal gucken, was da wieder Spannendes kommt. So, mach wieder an. Weil wir sind ja auch sehr laut und das dauert immer so lange, bis das anhat, ne? Wow. Also, das mache ich nicht mit Absicht, ne? Also, es hat letztes Mal sehr gut geklappt, das Fahren. Jetzt wird sie irgendwie die ganze Zeit runterfallen. Hey! Ich schieb dich von hinten. Ich darf nicht aufsitzen. Ja, so schieben wird nicht viel bringen. Das hängt ja jetzt genau in der Ritze drin. Das ist Kacka. Gut, wir sind ja in der Safe Zone. Kann ja nicht viel passieren hier. Fop. 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 Was? Da hinten geschoben? Oh, komm! Ah, da stand doch fahren. Oder? Da stand er kurz fahren, da hat sich wahrscheinlich von der Wand wegbewegt. Na, so schnell bin ich nicht. Er will von der anderen Seite aufsteigen, das ist das Problem. So. Jetzt gleich habe ich's. Dauert nur eine Folge, dann haben wir es wieder da. Ich schieb mal von der Seite, mal gucken, was passiert. Ja, sehr gut. Trete es. Also bewegt sich da kein Stück von der. Ah, das könnte schon klappen. Aber wir kommen dann nicht zwischen. Es legt sich hin. Nein! Ich finde das doof, dass man nicht schieben kann. So richtig, ne? Das ist ja schon gut so. Aber noch ein bisschen Gefummel. Dann habe ich es. Dann habe ich es auch heute geschafft. Das bewegt sich ja immer weiter nach vorne. Also, viel Geduld müssen wir heute mitbringen. Viel Geduld. Jetzt nichts zu machen, deshalb nimm mal die Fäuste und das kriegt der Motorrad doch Angst. So. Gleich haben wir's. Ein paar Zentimeter noch. Also hier sieht's irgendwie doch schlecht aus. Also es hängt ja total bombenfest, das Scheißvieh, ne? Ziehen oder so müsste auch noch gehen. Also ich finde, da müssen mehr Optionen rein, denn in dem Video ist es schon sehr peinlich, sein Moped so zu verkanten. Aber irgendwie fällt sie mir heute ständig runter. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt machen wir mal richtig im Schieben-Alarm hier. Bam, bam. 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 Bewegt sich doch nach vorne, oder bin ich blind? Da war wieder fahren. Es steht wieder eins. Also ich habe immer das Gefühl, man schiebt ja auch da, wo man schieben drückt. Okay, jetzt auf dem Reifen schieben. So, die will von der anderen Seite einsteigen. Das heißt, wir haben eigentlich schon genug Platz. Versuchen wir es mal ein bisschen nach der Seite zu bekommen. Habe ich gerade einsteigen oder aufsteigen gesagt? Oh, jetzt, der Ansatz war da. Ja.
Und wir haben es geschafft. So, wie lange geht das Video schon? Eine Viertelstunde. Und ich habe so gut wie nichts geschafft. Das fahre ich aber ein bisschen vorsichtiger. Das ist ein bisschen kacki. Es geht uns das noch flöten. Ja, aber ganz. Da bist du schon in der Safe und kannst das nicht mehr kaputt machen. Dafür klemmt es immer fest. Oh, mein Gott. Nix halt. Kein Zombie, kein Bock drauf. Boah, geh die ab. Bergab hier. Boah! Ey, ach ja. Safe Zone. Keine Angst. Hier dürfen wir übertreiben. Was ich sehr witzig finde. Kann man eine Sprungschanze ausnutzen. Das ist keine Sprungschanze. Boah! Das macht schon Laune, ehrlich. So übertrieben schnell zu fahren. Oh, da ist ein Zaun plötzlich aus dem Nichts gekommen. Unten später macht eine Tür auf oder ist sie aufgegangen? Lass mich. Hier wohne ich ja gar nicht. Ich bin nur ein Gast. Ich glaube, die Stadt, die ist nicht bewohnt, ne, diesmal. Dass du hier wirklich überall looten darfst, weil sonst wäre das ja ziemlich... Tschüss, Zombie. Da macht einer ein anderes Moppes an, aber ist ja nicht schlimm. Aber dafür kann man hier wieder skillen, was Zombies betrifft. Das ist das Nette. Ja, Waffe in der Hand. Hup, hup. Hup, hup. Ich hup dir was. Boah. Okay, weiter geht die Reise. Suizidal, aber völlig ungefährlich für uns. Einfach mal so ein bisschen Motorrad-Skill üben durch den Wald. Hindernisse schneller erkennen. Ohne große Gefahr. Boah, alter Schwede. Boah. Boah, krass, ey. Das macht so eine Laune. Mit unendlich Leben. Das ist eine Basis. Oh Mann, der geilste Sprung, den wir je gemacht haben. Und keine Angst. Boah, boah. Ja, wir steuern direkt auf das Haar zu. Aber wir werden natürlich erstmal den alten Bunker uns angucken. Wenn wir gerade aus der Richtung kommen. Und da haben wir noch das Militärlager in der Nähe gehabt. Ne, stimmt. Es wurde mir aber auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe es mitbekommen. Das dürfen wir natürlich nicht auslassen. Das ist genau in der Mitte von unseren Straßendingen hier. Ne? So ein kleines Militärkämpchen. Wo kein Loot drin ist. Gar nicht. Doch, da liegt was. Ach, brauche ich doch nicht rausziehen. Was für ein Blödsinn. Erstmal die Kleinzelle, dann das Schöne. Große. Passieren kann uns hier jetzt relativ wenig wegen den, ja, nicht existierenden. Aua. Oh, den will ich haben. Den kann ich aber unmöglich transportieren. So ein schöner Einsatzrucksack, ey. Mist. Kannst du nur so machen. Boah. Verwerf ich ihn ja nach Hause. Ich mag ja den kleinen Rucksack viel lieber. Kleiner und unauffälliger. Eine Zwangsjacke und Scope und nochmal eine Tech One. Und das lange Zelt. Das ist natürlich das Spannendste. Da denn noch? Ah, die Hutsammlung. Die Hutsammlung vom General. So. Ne, ist nichts drin. Ach Quatsch. Ich gucke natürlich. Ist hier schon wieder ein Magazin? Könnte ein M16 sein. Ne, schon wieder AK. Dann haben wir echt einen ganz schönen Batzen gefunden. Eine Hunter. Ja, geht nicht. Ich kann sie tatsächlich. Das ist nochmal ein AK-15. Ich kann sie doch tatsächlich doch im Rucksack packen. Es ist jetzt nicht die Waffe der Waffen.
Aber dafür einen Hunter Scope haben, hätten wir damit aber eine kleine, süße Scharfschützenwaffe. Nein, hab ich doch gerade reingeguckt. Ist schon cooler Loot hier drin, ne? Kann ich das eigentlich... Nee. Anzünden. Okay. Dann gucken wir doch mal da im Rucksack rein. Der war nämlich leer. Nee, da habe ich noch eine MP5 SD gefunden. Das war beim Rausgehen aus dem Bunker. Okay, und dann aber noch, da haben wir noch einen Bunker. Mein Gott, wir wollten alles voller Bunker und Dinge. Wow. Oh. Oh. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie weit wir schon fahren. Das ist, glaube ich, noch ein Stück runter, ne? Hallo, Hochsitz. Da ist er. Jedes Mal finde ich den ein bisschen schneller. Ich finde es in der Bunker einfach cool. Irgendwie machen die Spaß zu durchforsten. Da haben sie eine gute Idee gehabt, WW2-Bunker hier reinzubringen. Bisschen viele, ne? So ein paar Meter hier. Obwohl die Map ja ziemlich groß ist. Ist es aber ganz schön. Ja, man, hier findet man die WW2-Waffen. Und mir fehlt ja... Oh, die kann sie nicht mehr... Ne, doch, hat sie, oder? Nee. Mann. Warum suche ich das immer weg, ich hält? Gegen zwei getauscht. Das glaube ich ist ein guter Tausch. Wenn es passt, dann passt. Wenn nicht, dann ist es halt da liegen bleibend. Nicht schlimm. Muss es dann natürlich auch tonnenweise Munition da drin liegen. Oh nee, das muss ich mitnehmen. Da hilft alle nichts. Da muss was weichen. Eine Taschenlampe. Denn Schnippermunition ist immer gut. Da habe ich nämlich auch noch den Tipp bekommen, dass ich auf die, ja, ihr wisst schon, das Scope machen kann. Dafür muss ich den ES-Adapter, glaube ich, auch machen. Hier zum Beispiel das Scope, das ZF. Das habe ich aber noch, deswegen nehme ich es nicht mit. Weil das ZF eigentlich nicht die Waffe ist, die, also das Zielfernrohr, was ich möchte. Ich möchte eigentlich ein ganz anderes Zielfernrohr haben. Und ich möchte viel mehr M1-Clips haben, obwohl ich keine M1 mehr habe. Die habe ich ja verbummelt nach meinem Tod. Also nicht mit Absicht verbummelt. Zip und Zap macht es hier. Dann möchte ich gleich das Gewehr wenigstens einmal austesten. Da wir so viel Munition haben, ist das glaube ich nicht schlimm, dass wir mal eins verschießen, wenn wir die Waffe soweit repariert haben. Gut, schön. War ein Kackbunker. Aber ist egal. Wir sind ja fast daheim. Und ja, die Frage kam auf, ohne Fahne bringen dir Schlösser nichts, ne? Dann kann man die Türen trotzdem aufmachen. Ein anderer Spieler kann zum Beispiel auch deine Fahne claimen, das dauert aber ewig lang, bis sie dann nicht mehr deins ist. Boah. Meine ist ja noch hier. Ah, wir haben Metallschrott vergessen. Das ist aber nicht schlimm, denn wir haben ja nichts in der Nähe, wo wir das looten können. Es fehlt noch ein bisschen Metallschrott für meinen Fähnchen. Aber vielleicht finden wir bei uns zu Hause ja noch ein bisschen. So. Deswegen ist wahrscheinlich auch mein Schloss wieder... Nee, ist es noch drin? Was habe ich jetzt gemacht? Ja, ein Metallschrott habe ich eingetan. Wir brauchen noch vier Metallschrotts. Wow. Hier ist nochmal einfach nur eine Rubbelkiste. Das lassen wir nochmal draußen, weil wir müssen gleich Metallschrott holen auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal eine Hunter drin. Sehr cool. Tun wir die auch mal hier rein. Schmeißen Quatsch, hier habe ich gar nicht in der Tasche. Was hatte ich denn für die Geschenke hier? Das hier, die Karte. Das ist der für den Bunker bei D2. Hat jetzt noch 37 Stunden. Also es müsste noch haltbar sein, wenn ihr die wollt. Eine Bauchtasche brauche ich auch nicht. Was brauchen wir alles nicht? Was verschenken wir? Ach, wir wollten es doch auch waschen. Immer vergesse ich das Waschen. Wie gesagt, hier kommen immer schönste Geschenke rein.
von Sachen, die ich momentan aktuell gar nicht brauche, wie Steffis originaler Schlüpfer. Das Filter brauche ich jetzt auch nicht mehr. Will auch bestimmt einer haben, unbedingt. Ja, und das war's. Hä? So was trinken? Was sagt denn meine Energie? Da könnten wir doch mal ein EPA uns reinkloppen, oder? Warum nicht? Wenn wir die VSS-Repariertors haben. Hier liegt schon mal ein Lumpen. Ja. Wow. Das ist geil. Zwei Metallschrottlagen direkt schon mal hier. Und da liegt noch einer. Wo steckst du die denn hin? Achso, wir haben auch gerade ein bisschen Platz gemacht, ne? Scheiße, es wird noch ein Metallschrott. Das ist doch fies. Instand halten. Und jetzt muss ich mal schauen. Unsere letzte oder erste gefundene Waffe war 37. Das würde ich sagen, zerlegen wir die. Weil die hat ja 79. Würden wir die auf 100 bekommen, auf jeden Fall. Obwohl das, glaube ich, ziemlich egal ist. Oh, da tut das weh. Eine Seele tut das weh. Das Ding zu zerlegen, ey. Eieiei. Bam. Die bleibt erstmal in der Tasche. Die tun wir an der Seite. Die kann ich mit einem Waffen-Repair-Set reparieren. Aber wie gesagt, das möchte ich wirklich nur dann machen, wenn ich einen Scope dafür habe. Hier war doch einer drauf, ein improvisierter. Ein Impro. Das sollte dann angeblich draufpassen. Tut's aber nicht. Oder ich muss es in der Hand nehmen. Auch nicht. Das ZF wäre natürlich schon mal super. Geht nicht, ne? Das kriegst du nicht auf die Wumme drauf, ne? Auf K98 geht's natürlich drauf, keine Frage. Das haben wir aber schon ausgerüstet. Was sagt das Scope? 100%. Das wäre dann erstmal unsere... Scheiße, Mann. Verteidigungswaffe. Für den ersten Fall. Und ich hatte M1-Gewehr. Vielleicht passt das ja auch. Mal gucken. Na, natürlich nicht. Wäre auch ein Ding. Noch allerhand Kram. So. Ach, aufräumen ist jetzt gar nicht so das, was ich, worauf ich Bock habe. Ich scrolle immer falsch rum. Will ich gar nicht. So. Das braucht auf jeden Fall eine Einrichtung. Aha. Aber ich finde ja keine fucking kack vernünftigen Teile. Da geht wahrscheinlich nur, weil es russisch ist. Der hier drauf, ne? Ja. Dann kriegst du natürlich sowas Feines hier nicht drauf. Das hat sie da ganz oben reingeschmissen. Da. Das ist ein richtiges Visier, im Gegensatz zu das alte ZF hier. Auch das kriegen wir nicht drauf. Sonst kann ich auch mit weiteren Feinheiten nicht dienen, ne? Außer doofe ZFs und... ZFs und diese Scheißdinger. Mehr ist nicht drin. So, was habe ich denn noch? Also Waffe oder so habe ich, glaube ich, nicht mehr. Hier. Also die will ich nicht haben, die tue ich in der anderen Kiste. Hier haben wir die Munition. Ich will das ordentlich haben. Man findet unglaublich viele Leuchtspur, finde ich. Ja, Ordnung, Ordnung, Ordnung. Wartet mal. Ein anderer Modus hier. Munition. Enter. Hat er auch mal einen Namen gekriegt? Ja, das wurde nicht verlangt, aber das wurde geschrieben in den Kommentaren. Improvisierter Dings ist ja so ein Kram. Da habe ich das zum Beispiel noch drin. Das kann auch umparken. Ab in der Hand damit. Was kann man denn damit machen? Schlagen. Okay. Kleidung. Wir haben den ganzen weißen Ghillie gefunden. Sehr erschreckend. Das passt überhaupt nicht zu mir.
dass ich sowas finde. Metallschrott brauchen wir. Hier unten habe ich noch Essen drin. Da wollte ich ja ein MAE essen. Weil wir es können. Ich setze mich mal kurz um. Oh, tut mich das Knie weh. Schon verändert sich wieder meine Gesichtsfarbe hier. Ich bin heute ein bisschen dunkler, weil ich ein bisschen mit dem Licht spiele. Mein Gott, die ist aber lange in den MAE. Wie viel packen da rein? Naja, gut, immer gibt es Energie, ne? Na, das bisschen über mehr ist nicht schlimm, oder? Cheeseburger, gesunder Cheeseburger. So, Waffenkram. Wo habe ich denn jetzt? Da. Das sind zwar nur 6 Einheiten, aber weil ich gleich damit schießen werde, wird es wahrscheinlich etwas zerstören. So, da haben wir noch ein paar Schallis. Irgendwo hatte ich noch einen. So, warte mal, was hatten wir hier nochmal drauf? Ja, hier ist so eine Tarnung. Das ist schon ganz gut. War geschrieben worden, dass da ein Scope drauf passt? Ich muss mal einmal angucken. Das wäre nämlich schon komisch. War nur eine neugierige Idee. So, jetzt komme ich halt ganz durcheinander. Jetzt habe ich ganz viele Magazine von den einen Waffen hier. Was packen wir dann da wieder rein? Das passt da jetzt nicht mehr rein. Willst du mich veräppeln? Bist du gewachsen? So. Ja, sorry. Draußen ist wieder richtig was los. Ist Samstag. Samstag ist immer hier die Hölle los. Gut, dann gehen wir auf die Munition nochmal. Da haben wir jetzt hier den Kram. Das ist ja meine Grabbelkiste für Munition. Da machen wir uns immer 20er Stacks raus. Wenn wir es dann können. Ist aber schwer, die auseinanderzuhalten, finde ich jedenfalls. Welche Munition welche ist. Ne, haben die zum Beispiel. Also, sie sind nicht schwer auseinanderzuhalten, sie sind halt nur schwer zu erkennen. Das ist schon mal gut. Hier können wir nochmal Pistole reinpacken. Hier haben wir nochmal 4 Schuss von irgendwas. 20 Schuss Snipper. Wo haben wir unsere Snipper? Schon weggescrollt. Da. Das ist ein bisschen sehr nah zusammen, aber egal. Weil wir jetzt von jedem ja 3 verschiedene Arten haben. Das macht die Sache hier nicht wirklich leichter. Von der Sortierung her, ne? So, jetzt darf ich keine Kugel mehr haben. Scheiße. Wartet. 10er Tracer 5, also 9mm werde ich wohl finden, da. Fertig. So, das war mal so ein bisschen Ordnung. Ne? Dann die Munitionspäckchen. Hier haben wir nochmal 20 Schuss. Die habe ich gerade reingepackt, heller, schlauerweise. Päckchen, Päckchen, Magazine. Perfekt. Ach, bin ich doch da. War ich doch ran an dem Schrank. Blödsinn. Schlaganfall. Nein, Quatsch. Päckchen. Boah, Päckchen. Heidewitzgeil. Also mit Munition kann ich euch ja schon fast tot werfen, aber nicht tot schießen, weil wir die Waffen alle gar nicht haben. Wo haben wir denn hier? Da ist noch eins. Geil. Geil, Omat. So, dann haben wir hier unten noch Granaten und Leuchtzeugs. Ich weiß nicht, was soll ich jetzt mit so viele machen. Schön bunte Party können wir da machen. Hier, guckt euch das an. Gelb, rot, weiß. Da gibt es da noch mehr. Boah, wie viele Magazine habe ich denn gefunden? Ich will die aber noch nicht füllen, tatsächlich nicht. Das würde ich jetzt dann machen. Hier haben wir nämlich 4 Päckchen, könnten wir 4 Magazine ja voll machen. Aber ich habe da nicht mal ansatzweise diese Waffe. Deswegen müssen wir auf die Waffenkiste zugreifen. Die hat nämlich die Magazinchen. Der Clip, da kommt mal hier unten hin. Hier kommt mal so ein bisschen Sonderausstattung hin.
Bäuerchen. Ja, leider ist es ja, wird sehr unübersichtlich, finde ich. Ich hab doch da. Mann, da will ich das aber nicht haben. Ich hab doch auch AK. Also ein bisschen Ordnung haben halt, ne? Ist ja nicht auch noch ordnungsgeil. Das hat er gar nicht gewohnt von mir. Ich darf das nicht übertreiben mit der Ordnung. Das brauchen wir. Das reparieren wir auch mal. Weil gerade eine Kiste liegt draußen. Boah, war das teuer. Und laden da mal die 20 Schuss rein, ne? Ja. Ach, sieht bestimmt geil aus, weil das so komische, kleine, kurze Patrönchen sind, ne? Boah. Jetzt überleg mal, ihr seid im Gefecht und müsst nachladen. Was für eine Arschkarte. Ja, jetzt habe ich leider nichts zum draufpacken. Ey. Das ist sehr ärgerlich. Und sieht aus wie die ganze normale VSS, ne? Aber das ist die Ventoris. Sniper Rifle. Aber gar nichts zum draufpacken. Das ist etwas störend. Das Ding muss erst dahin. Also das brauchen wir gar nicht testen, ehrlich gesagt. Die macht genau dasselbe wie die VSS, schätze ich mal. Also die ASV, VL. Ja. So sieht Nähen aus. Oh, kann man ganz schön. So. Ja, voller Freude. Dann müssen wir weiter Magazine wegpacken. Bevor wir jetzt irgendwo hinmarschieren, muss ich ja ein bisschen Ordnung haben. Das ist ja auch kacke. Pistole ist in Ordnung. Nähzeug, Waschzeug. Das brauchen wir gleich. Wir müssen heute mit... Wir machen die auch heute safe. Toll. Das ist jetzt 50er Kaliber. Ich hoffe, wir finden mal einen Revolver, der die braucht. Oder wir haben sogar einen. So. Ist immer schön. Du reizt einfach aus der Grabbelkiste einfach die Munition raus, packst sie dann dahin, schmeißt sie wieder rein. Irgendwann hast du 20 Slots voll und dann bupp. So, jetzt musst du nur die richtige erkennen. Das ist die Zauberei. Das war mit Sicherheit irgendwas, was besser passen würde. Weil in der Kiste kann man wiederum nicht stacken. Das will das Spiel einfach nicht. So, dann haben wir hier das Zeugs. Das Waschzeug, das brauche ich. Das brauche ich eigentlich. Warum sind... Achso, da haben wir ja wieder voll gemacht. Kompass, Wasser. Ey, wir haben fast aufgeräumt, ey. Nicht schlecht. So. Oh, Magazinkack, ne? Das ist ein Pistolenmagazin, das behalten wir in der Tasche. Die hier kommt in eine Geschenkekiste, bin ich überhaupt kein Fan von, war auch eine. 357. Und ansonsten bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt, ne? So, noch eine wunderschöne Leggings. Die in unsere Sammlung auf jeden Fall gefehlt hat. So, wir haben auch die Kampfstiefel mittlerweile an. Was habe ich denn für Waffen dabei? Also die brauche erstmal Munition, definitiv. Da kann ich mir nämlich was geben. Da, 20 Schuss einfach mal so hier in den Schottenrock. Ich denke mal, dass noch was drin war. Ah, oh, das sieht bestimmt auch geil aus. Ja, da guckt sie gar nicht rein. Aber ich kann es auch lesen, 5 von 5. Alles relativ gut im Schuss auch. Nur kein fucking Zoom, ne? Das ist das Problem. Ist das wie ein Shooter gerade, ne? Aber ein bisschen Shooter ist es ja auch. So. Ich will die auf 1 haben. Pistole haben wir da auch dabei. Nur als Verteidigungswaffe, falls irgendwas passiert.
Ansonsten gut, gut, gut. So. Genau, wir brauchen Metallschrott. Das ist das nächste, was wir machen wollen. Sorry, ich muss noch was machen. Nicht die Weaponkiste da. Bevor es uns vergammelt. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Schöne Bude. Vielleicht ist ja neuer Loot hier drin mittlerweile. Da sind unsinnigerweise zwei Kisten drin. Zwei Schlösser drin. Warte mal, wo können wir denn holen? Also wir haben auf jeden Fall hier einen Airdrop beim Dings. So gefährlich. Ich erwarte eigentlich, dass da Spieler wären. Und der liegt, glaube ich, schon eine Weile da bei B3, ne? B0. Ich weiß es jetzt nicht, wie lange. So, zwei Metallschrott noch. Der ist ja auch außerhalb des Hesses und der ist auch außerhalb des Hesses. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall Metallschrott. Das ist erstmal das A und O. Irgendein Autowrack wird das schon machen. Scheiß auf den Hochsitz. Da kommt irgendein kleines Örtchen. Kann ja schon sein, dass da ein Auto rumgammelt. Vor sich hin. Muss man mal schrecken, wie viele Leute hier keine Autos haben, aber da steht wirklich eins. Oh, ich könnte. Ach, wir sind ja in der Safe. Dürfen wir nicht vergessen. Erstmal die Kiste gucken. Oh, verschlossen, verdammt. Wow, das sah cool aus. Hey, ich brauch noch Metallschrott, doofe Zombies. Eins, zwei. Komm, nimm mal eins mit. Vier, fünf. So. Nein, ich lande nach. Was ein Blödsinn. Wollte eigentlich wegstecken. Claim-Verbot. Der darf jeder rein. Und loten. Aber ich verzeihe ihn hier drin. Also wir haben auf jeden Fall schon mal den Metal-Schrott. Wir könnten voll Gas geben dahin. Und jetzt zu Hause. Da wollte ich einsteigen. Oder aufsteigen. Richtung Westen fahren wir sowieso. Naja, gut, komm, gucken wir mal. Solange wir in der Safe sind, passiert ja nicht viel. Aber wir haben nicht genug Dietriche, oder? Man ist gar nicht so unweit. Das schätzt man ganz schnell. Aber da kannst du auch mal so ein richtig geiles Scope finden. So, jetzt darf ich nicht mehr Unfälle bauen. Wenn man einmal langsamer wird, wird die extrem schnell stark langsam. Und beschleunigt extrem lame. Boah. Fahrfeeling ohne Ende. Z4, oh Gott. Ist der jetzt wieder weg? Nee. Das ist immer so gefährlich, zum Airdrop zu fahren. Nicht nur wegen den Spielern. Auch man kann sein, dass er anfängt zu piepen, sobald du ihn erreichst. Oder man hat nur eine Minute und... Boah, boah, guck mal, was für ein Minibaumstumpf. Da fährt doch so ein Moped drüber. Gut, hier wird sich wahrscheinlich ordentlich auf Fresse legen. Aber so ein Crash... Schreibt eigentlich der Chat gar nichts. Das ist eine Straße. Jetzt ist er weg. Das war so klar, ne? Das war so sonnenklar, dass der genau weg. Z4.
Da kommst du ja nie hin. Da bist du ja 18 Jahre unterwegs. Shit, ey, jetzt sind wir mitten im... Irgendwo. Im Nirgendwo. Kleine Ortschaft. Aber irgendwo langfahren? Machen wir eigentlich nicht. Schön gerade hier. Hier geht, glaube ich, direkt Timmy Tower, ne? Aber auch in das Selbstraum, weil ich will einmal ganz kurz was gucken wegen meinem Skill. Gewehrskill etc. So. Hier sind wir safe. Wie gesagt, nur gegen Zombies wieder nicht. Skill. Stoffwechsel. Alles gut bei dir? Fragt meine Freundin. Kann jetzt nicht antworten, geht nicht. Gewehre. Ne? Gewehre haben total wenig, obwohl Erfahrung ist Könner. Nahkampfwaffen, Bogenschießen, das leveln wir locker. Handfeuerwaffen. Aber da sind wir auch schon Könner. Könner, keine Fähigkeit. Keine Fähigkeit, keine. Kondition, Laufsport. Motorradfahren, das werden wir bald Experte sein. Sprengstoff gar nicht. Diebstahl ein bisschen. Haben wir 6600 XP erst gemacht. Level Anfänger. Fahren Anfänger. Komisch, ne? Wir fahren schon die ganze Zeit, aber werfen ist lächerlich. Schleichen auch. Intelligenz. Da sind wir bei Überlebensfähigkeit und bei Bergbaufähigkeit. Das sind Sachen, die ich skillen will, aber da bringt mir alles nichts. Tarnung. Aufmerksamkeit. Anfänger. Scharfschütze. Scharfschütze könnten wir skillen. Da sind wir nur Anfänger. Mit dem ZF. Oh, ein Piepmatz. Scheiße. Aber ich will noch looten. Ich will noch Glück haben. Hier ist einfach nirgendwo, was ich jetzt looten könnte. Hier extra hochfahren für das kleine Mini-Lager. Lohnt sich nicht, ne? Hier ist auch zu krass jetzt momentan. Auch zu weit, wird auch zu lange dauern. Ärgerlich einfach. Ist einfach ärgerlich. Ich würde immer zoomen in dieser Karte, ne? Das Lager brauchst du ja gar nicht angucken. Da sind die Supermechs. Also es gibt keine anderen Mechs, ne? Ich meine das nur, weil die so krass schnell einen da erwischen immer. Oh, ich hab mal gebremst. Ärgerlich wäre halt jetzt zu sterben. Und das... Und diese langen Laufwege wieder zu haben. So, hier endet jetzt gleich die Safe Zone. Ich glaube, bei dem Gebäude knapp. So, was los? Scheinen wohl ein paar Spieler unterwegs zu sein. Na, wir üben das Waldfahren. Oh. Ein Stück Seife habe ich dabei, ne? Dann können wir uns auch endlich doch mal waschen am Bach. Irgendwo im Wald. Am See, am Wald. Weil wir sind jetzt echt schon lange dreckig. Weiß nicht, ob das hier mittlerweile was ausmacht. Ich glaube eher nicht. Und irgendwas Kleines?
Regenwolke. Manchmal hört es jetzt, ob da zwei Mopeds wären. Ein bisschen gruselig, finde ich. Nur einmal so aus Spaß, an der Freude. Blöde Position gewählt, die Eva gibt. Wie gesagt, hier fehlt leider mit Mausrad der Zoom. Und die Entfernung, man kann es so schlecht schätzen im Spiel. 600, so weit können wir es gar nicht einstellen. Doch. Oh, das gibt es auf 1000? Was repariert das wahrscheinlich, ne? Du willst ja trotzdem nichts sehen auf 600 Meter. Mit so einem gammeligen als zweiten Weltkriegs-Scope. Ich würde gern ein paar Garagen durchsuchen, ehrlich gesagt. Aber nicht gerade in der Stadt. Das muss nicht sein, oder? Weiß nicht, warum ich unbedingt es auf dem wollte, weil ein Bogen drauf lag. Und ein bisschen Munition für den Schrot. Hui. Komm, jetzt ist Waschtag. Waschtag ist heute. Halten uns ein bisschen rechts. Auch wenn es regnet, werden wir nicht sauber. Aber wir werden schon sauber vom Regen, ne? Und manchmal erinnert mich das so an Kingdom Come Deliverance hier im Wald. Augen auf, dass er irgendwo rumläuft. Das ist natürlich richtig fatal. Wenn ich da reingehe, komme ich da wieder raus. Sieht gut aus. Wir haben da einmal ein ganzes Seifending dabei. Wichtig ist die Hose. Die reparieren wir. Genau wie die Jacke. Boah, ist die schon kaputt, ey. Der Rucksack, der hat auch nur noch 82. Kam mir gar nicht so vor. Die Weste ist auch nicht mehr so in gutem Schuss. Der Pulli, ja klar, durch die Explosion haben die Sachen ganz schön gelitten. Und die Stiefel, oh, hoffentlich habe ich noch genug. Ja, bestimmt. Die haben wir ja selber gefunden. Jetzt haben wir halt Militärstiefel. So, gut, dann waschen wir mal wie die Verrückten. Ich hoffe, ich kann genug waschen. Seife ist noch da. Ich habe sogar ein Stück Seife in der Hand. Und wir sind natürlich nass und eine Tonne schwer, deswegen. Achso, und ich soll das Nachtsehgerät auslassen. Das heißt Quiver jetzt, oder? Ne, der Rucksack war das. Boah, der war aber schmutzig. Ohrenstöpsel mal sauber machen und die Seife ist kaputt. Das ist nass. Das sind wir ein bisschen sauber, aber dafür auch schwerer. Und weil wir jetzt hier sind, fahren wir jetzt auch einmal ganz kurz da hoch, ne? Natürlich nicht übers Wasser. Ich würde ja gerne versuchen, da rüber zu B0. Also das ist doch scheiße, warum sind die Sachen mal bei in den leeren Sektoren? Sieht doch aus, wie man hier springen könnte, oder? Was sagt ihr? Also, knallt nicht davor. Wollen wir mutig sein? Boah, genial! Habt ihr das gesehen? Jetzt sehen wir eine Abkürzung. Leitplanken!
Das Lager hier. Mutig reinpirschen. Reinpirschen. Rein attackieren. Hoffen, dass hier keiner ist. Der ist im Haus, oder? So, was? Wir machen jetzt Krach. Ich mach keinen Krach. Ich weiß nicht, warum sie jetzt nachgeladen hat. Ich hatte eigentlich abgedrückt. Das habe ich schon wieder bezahlt. Irgendwas auf PayPal bezahlt. Okay, ein Spieler war ich schon mal nicht, sonst wären hier keine Zombies gewesen. Das ist halt eine doofe Uhrzeit, ne? Also da ist der Server relativ gut gefüllt. Ich weiß gar nicht, was soll das jetzt überhaupt? Schmeckt dir auf jeden Fall. Softdrink. War auch so viele Dicke hier gewesen, gruselig. Weil die können auch mal einen Scope dabei haben. Also die haben ab und zu mal selteneren Loot. Waren mit den Schalli jetzt auch relativ leise, oder? Aber da steht Motorrad und guckt sowieso hier dann hier hin. Was ist das denn? Ein AK-15 Magazin zum Beispiel. Die ganz dicken sind immer Männer, ne? Die super gepanzerten. Na, der hat zum Beispiel sowas wie ein Scope dabei, ne? Diesen, das Klappvisier. Was ja der Beweis ist dann zu meiner Aussage. Wunderbar, ein Hut. Nur das Wetter wird eh wieder schlechter. Ein Schemack und nochmal eine Hunter. Ich schmeiß sie einfach. Ich bin jetzt nicht so der super, super Hunter-Fan, aber ich habe das schon sehr gerne und sehr oft benutzt. Aber halt schlechte Erfahrungen mitgemacht jetzt schon. Schönes Ersatzding. Was, so kurz ist sie nur? Was, das ist die abgesiegte? Ja, ja, ja. Komm da rein jetzt. Oh, komm, du Flachmann. Schleppe ich dem auch noch mit. Viele Waffen, aber Müll. War ich da schon drin? Okay, Cappies. Der Tisch ist immerhin. Auf dem Tisch liegt manchmal was Feines drauf rum. Da oben auch, aber da bin ich zu faul für. Auch wenn ich nur einen virtuellen Charakter habe hier, bin ich zu faul. Blockmagazin. Ein etwas unwichtigeres Messer. Boah, Alter, wie viele Hüte, ne? Kopfbedeckung und Hüte, so viel. Würde ich noch eine Pistole auf dem Tisch oder irgendwas anderes? Na. Taschenlampe. Juhu, habe ich glaube ich schon dran, ne? Das Ding ist schon komplett ausgemödelt. Hut, 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 Hut. Denn wer hat einen Hut, den tut es gut. Das könnten wir als Reserve gut gebrauchen. Ah, es ist waffentechnisch interessanter Loot auf jeden Fall. Und jetzt geht's ab. Nach Haus. Einmal eine mutige Fahrt durch PvP City. Und gönnt sich ja sonst nichts. Kannst du gerade fahren, damit der Scharfschütze nicht zu leicht hat. Oh,
Garagen. Und dann geht's Richtung Safe Zone. Na, die weiß ja, wäre besser gewesen. Aber wir machen ja immer noch Ruhmpunkte mit dem Spaß hier. Mit dem Fahren. Ich würde jetzt sehr gerne mal snipen, ehrlich gesagt. Das ist ein Gefurze, ne, das Moped. Oh, sind schon wieder eine Stunde. Krass, wie die Zeit rennt. Irgendwie schaltet die gerade wieder komisch. Aber wir fahren mittlerweile schon 95, aber wir fahren mal bergab. Da war irgendein blauer Loot, habe ich gesehen. Kennt ihr noch den Fehler von damals, wo Spekowina rechts war? Spekowina ist ja Timmy Town, da war der Fall nach rechts. Das haben sie aber schon vor Ewigkeiten korrigiert. Vor ewigen Ewigkeiten. Wir machen eine kleine kurze Pause im Timmy Town. Wenn wir da lebend ankommen, ist ja noch eine kleine Ecke. Dann können wir von da aus auch für die nächste Folge, wenn ich von der Arbeit wieder komme, tanken gehen. Das ist auch bald wieder fällig. Und dann müssen wir mal ein paar Repair-Sets besorgen, würde ich sagen. Wir müssen bald. Ja. Weit ist es nicht mehr. Das Safe Zone Run-Killer. Oh, das waren früher Spiele. Da warst du nur am Hassen. Die haben ja gewartet am Rand, töten dich und du kommst ja gerade wieder mit deinem ganzen Loot, ne? Und rennen dann das Fest oder bringt das in ihrer Basis? Wer kennt das noch von früher? Wie weit ist denn zu Hause noch? Das ist ein ganz schönes Eckchen. So, jetzt sind wir zum Sommer. Schon mal safe. Mal ein paar Zombies sehen. Ich will mal gerne mit dem Scharfschützen auf Zombies schießen. Mal gucken, was der Gewehrskill macht. Also der Sniper-Skill. Wow! Wow! Das war's. Was schaffst du, Moped? Ich weiß nicht, wie viel Damage das gerade kriegt. Gar nicht, ne? Jetzt ist es im Arsch. Nein! Nein! Bike! Ist automatisch abgestiegen. Boah, pff. Sie ist automatisch abgestiegen, da war nichts mehr zu machen. Nicht mal mehr ein Krimmel übrig geblieben. Und explodiert nur wie so ein doofer Böller. Scheiße. Tasche, Rucksack, was war da drin? War eine Langwaffe drin, irgendwas, ne? Aber nichts Wichtiges. Suchen wir uns ein Bett. Ja, jetzt ist der Timmy traurig. Und wenn sich was wieder vergessen wird, wundern, wenn er sich einer putzt mein Motorrad. Aber ich hätte ja auch gar nicht sterben können, ne? War der in der Safe Zone. Warum explodiert das in der Safe Zone? Hallo, 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 hallo. Admin. Scheiße, ich bin ja selber einer. Ein einziger Kack-Zombie hier in 1000 Millionen Kilometer Entfernung. War schon schön hier. Was für Zoom. Ich brauche dieses M82 Scope, ey. Aber wenn ich das einmal finde, bin ich zu feige, das auch mitzunehmen. Werde ich mit euch. Viele Spiele on sind, das kann man gucken, also habe ich aber nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Poiskin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Scum, bis dann.